Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, der Backshow! Wir schreiben das Jahr 2019. Meine Fresse, wie die Zeit vergeht, oder? 2019 haben wir schon. Alter Schwede. Bald beiße ich ins Gras. Ich find's schön, dass ihr trotz des neuen Jahres wieder am Start seid und mir hier die Treue haltet und euch mit mir zusammen heute wieder mal einen Park anschaut. Heute, ach guck mal, da geht jemand, der gerade gefeuert wurde, ganz traurig nach Hause. Na, 2019 fängt für diesen jungen Herrn wohl nicht so gut an, aber keine Sorge, ich stelle ihn wieder ein. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es wieder los. Die Parkshow öffnet die Pforten und wir schauen uns heute Ocean Bay Studios an von Theme Park Worldwide. Ein toller Channel, der sich wie der Name schon sagt, um Themenparks dreht, auch mit Real-Life-Videos und so weiter und so fort. Kann ich euch nur empfehlen. Und dieser junge Mann hat diesen Park hier geschaffen und ich weiß gar nicht, ich hatte den glaube ich schon mal auf der Liste, habe aber irgendwie vergessen, mir den anzuschauen. Und jetzt machen wir das endlich mal. Theme Park Worldwide, die Ocean Bay Studios. Also, es wird ein Park sein, der so ein bisschen auch im Studios-Theming gehalten ist, so dass man sich so ein bisschen fühlt wie in so einem kleinen, aber feinen Filmstudio. Wir sehen hier einen opulenten Eingang. Der offizielle Eingang von Planet Coaster ist ja hier schon gewesen. Und hier ein riesiger Torbogen. Und wir sehen auch, es ist schon ein bisschen weihnachtlich noch. Der hat den wahrscheinlich so ein bisschen für Weihnachten auch geschmückt. Ist aber jetzt kein Weihnachtspark. Also das können wir uns wegdenken. Denkt's euch einfach weg. Leute, wir sind doch jetzt hier nicht bei Hempels unterm Sofa. Also, hier haben wir auch direkt ein Hotelresort, was wir uns natürlich auch mal gerade anschauen werden. Wenn wir schon hier sind, da gucken wir uns das Hotel mal an. Und das ist ein echter Klotz. Guckt euch das mal an. Mein lieber Scholli, aber es sieht mega gut aus. Schön hier mit den Flügeln. Ja, hier hinten auch nochmal. Alles doch sehr synchron. Aber trotzdem hat es, dadurch, dass er eben viele Sachen einbaut, einen schönen Charakter, einen nicht zu klobigen Charakter. Das ist ein gutes Beispiel für ein großes Hotel, mit einem großen Gebäude quasi, welches aber trotzdem schön aussieht und nicht zu klobig. Klar, hier kann man auch noch was dran machen, so ein bisschen. Ich hätte jetzt vielleicht auch noch ein paar Blumen und so dran gemacht. Aber das sieht schon mal sehr, sehr schön aus, dieses Hotel. Wir hören schon im Hintergrund die Leute jubeln und schreien hier bei den Achterbahnen. Hier haben wir eine Monorail, die hier lang fährt. Wo fährt die hin? Die dreht sich hier um den Parkplatz. Kann es sein, dass die einfach nur dafür da ist, die Leute vom Parkplatz in den Park zu bringen? Also keine Park-Monorail, sondern eine Parkplatz-Monorail. Das hier ist bestimmt keine echte Station, oder? Lass mal gerade gucken. Monorail Station. Auch hier natürlich schön gemacht. Nee, das ist keine Station. Das ist eine Fake-Station. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist ja trotzdem cool. Die Leute vom Parkplatz haben also keinen offiziellen Weg, der dann in den Park führt. Nein, sie müssen mit der Monorail fahren, die dann da hinten irgendwo hält. Können wir auch mal direkt gucken. Auf jeden Fall hier sehr schön gemacht, dieses mediterrane, piratenmäßige Setting. Ja, vielleicht nicht unbedingt Piraten, aber mediterran ist es auf jeden Fall. Schauen wir mal, hier kommen die Leute also an. Die fahren eine Runde halt einfach, in dem Falle. Und dann sind sie bereit für den Park. Ist auch geil. Geile Attraktion. Ja, Leute, lasst mal in die Monorail, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie nicht da hinten aussteigen können. Weil wir uns da hinten den Parkplatz anschauen wollen. Warum nicht? Warum nicht? Ja, manche Leute haben auch ein Fable für Parkplätze. Meint ihr, das gibt's? Weil es gibt Leute, die einfach denen einer abgeht, wenn sie einen Parkplatz sehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kennt ihr jemanden, der abgeht, wenn er einen Parkplatz sieht? Also ich nicht. Deswegen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr geringer Prozentsatz, sehr parkplatzaffin ist auf dieser Welt. Aber das ist ja auch jetzt hier nicht von Belang. Hier, sehr schön gemacht. Also, das hier ist so eine kleine Main Street wieder. So eine kleine, feine Main Street, die sehr offen ist und sehr, sehr schön. Und hier auch, finde ich, sehr, sehr schön gemacht mit den Plätzen, die man hier hat, wo man sich hier hinsetzen kann. Hinten sehen wir schon die Achterbahn, auf die wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Und dann gucken wir uns mal hier weiter um. In dem Fall auch mal eine ganz nice Framerate, die ich hier habe. Ich konnte die Leute im Park lassen. Finde ich auch mal ganz nett. Und hier,
hier geht's ja direkt ab. Was ist das denn? Hier ist schon wieder Hollywood pur. Ja, hier war jetzt kein Pack, was man runterladen konnte, wo jetzt irgendwas in den Bildschirmen ist, leider. Also weiß ich nicht genau. Hier könnte man natürlich innerhalb dieses Gebäudes könnte man natürlich themen. Hat er jetzt nicht gemacht. Aber okay, wir gucken uns die Attraktion trotz. Ach, das ist so eine Studiotour, Leute. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Müssen wir eigentlich mitfahren, weil sonst sehen wir ja nicht, was da gemacht wurde. Na toll. Sind wir da jetzt vorne? Ja. Wow, wow, wow. Aber ich will einen anderen Sitz, Leute. Ich will einen anderen Sitz. Ist der besser? Am allerbesten ist, glaube ich, wenn wir gar nicht in dem Ding hier sitzen, oder? Am allerbesten ist, wenn wir das einfach von oben verfolgen. Oder? Wir machen das mal. Ich mache das professionell, Leute. Ich mache das jetzt professionell. Wir haben hier den absoluten Superspot. Hier oben drauf halt einfach, weil wir dann auch alles sehen. Aber dann ist... Ach, das ist so ein richtig langer Zug, oder was? Das sind gar nicht einzelne... Warum nicht fährt er gleich los? Hört mal, was ihr hier? Wer ist das da unten? Ralf. Nein. Ralfiline. Aha! So, jetzt schnell wieder auf unseren Platz. So, dann geht's hier erstmal durch in den Wald. Richtig professionell machen wir das hier heute. Das ist ja so ein Ding, was dann auch hin und wieder mal stehen bleibt, glaube ich. Und dann wollen wir mal gucken, ob hier richtig schön... Eine richtig schöne Parktour oder... Ah, hier schweben die Bäume. Hier schweben die Bäume. Das ist natürlich etwas, das man locker verhindern kann. So, hier sehen wir einen See. Da sehen wir schon Woody. Ah, da freuen wir uns schon drauf. Man geht, es geht erstmal hier durch so eine kleine... So ein Wald. Kann man schon sagen. Ist ein kleiner Wald, durch den es... Da im Hintergrund. Guck mal, das Gebäude da hinten. Ah, schön. Schön hier im Sonnenuntergang. Und dann geht es jetzt hier aufs Gelände. Jetzt geht's aus Hollywood-Gelände, liebe Freunde. Jetzt gucken wir mal. Was ist hier Sache? Da stehen die Leute schon mit der Kamera. Oh Gott, sorry, ich musste gerade niesen. Oh, ich bin so geblendet von dieser Hollywood-Schönheit hier. Da musste man mal niesen. Oh Gott, was passiert hier? Passiert hier was? Sehen auch alle was? Ich glaube schon. Alter! Mega! Ist natürlich jetzt wieder die Frage, die sich immer stellt. Wie wird dieser Bus jetzt wieder zurückgetan? Ist das im Real Life auch so möglich? Man weiß es nicht. Aber cool gemacht auf jeden Fall. Bisschen mehr Effekte hätte ich mir schon erwartet. Was weiß ich noch, irgendwelche Knaller oder so. Ein bisschen Feuer. Leute, die die Balkon runterspringen, das kann man natürlich noch machen. Jetzt geht's in den Canyon rein. Jetzt geht's in den Canyon. Hier, Hubschrauberabsturz. Heiße Quellen. Sind jetzt hier noch ein paar Explosionen rein, einfach. Getriggerte. Wäre doch geil. Na, der ist kurz vorm Absturz. Oh! Na, also, sag ich doch! Okay, aber es explodiert auch direkt einfach alles. Oh, man bleibt sogar stehen. Ja, gut. Warum nicht? Ja? Warum nicht? Aber warum bleibt man jetzt hier so lange stehen? Das ist doch sehr lang. Passiert doch nichts weiter, oder? Oder bin ich deppert? Oder steht der, weil... Ich weiß es nicht. Jetzt fährt er weiter. Aber hier kommt doch bestimmt auch noch was. Aber ist ganz geil gemacht, auf jeden Fall. Ganz unterschiedliche Szenarien dann hier auch. Eben das Hollywood-Studio, dann hier Canyon. Und jetzt kommen wir so ein bisschen Piratendschungel, was weiß ich, rein. Ja, Piraten. Piraten sind's. Also schon wieder so einer schönen Filmtour, wie es üblich ist. Wie es sein soll. Das gefällt mir. Ich bin gespannt, was das da hinten für ein Gebäude ist. Sieht irgendwie komisch aus. Aber das hier ist auf jeden Fall schon alles sehr, sehr hübsch gemacht. Und wie gesagt, man kriegt immer irgendwie was zu sehen. Und das ist ja auch wichtig in so einer Studiotour. Und dann geht's jetzt in die brennende Kleinstadt, oder was? Da stehen sie schon wieder mit ihren Kameras. Hier gibt es nichts zu sehen, liebe Freunde. Hier gibt es nichts zu sehen.
Was passiert eigentlich, wenn es wirklich brennt hier? Weiß keiner. Weiß keiner, dass es wirklich brennt. Und alles brennt ab. Naja. Alter, die ist aber auch lang, ne, die Tour jetzt hier. Auf jeden Fall hier jetzt, auf jeden Fall brennende Kleinstadt. Lassen wir da dran vorbei, das sieht so eng aus alles. Hier ist ein Zug reingebrettert, was? Aber sehr cool. Hier das, das ist aber auch knapp. Mein lieber Scholli, du. Wow. Da weiß man ja gar nicht, wo es lang geht. Es ist echt cool gemacht. Also das muss man sagen, weil es ist echt auf kleinstem Raum hier. Und das ist ganz geil. Und ich glaube, da hinten ist der Ein- und Ausstieg. Und damit hätten wir die Tour dann auch schon mal erledigt. Sehr, sehr geil gemacht. Also das kann man nicht viel besser machen, wie ich finde. Paar Verbesserungsvorschläge habe ich ja genannt. Aber ansonsten ist das hier echt toll. Und die Main Street, wie gesagt, klein, aber sehr, sehr fein. Ja, sehr, sehr fein. Gefällt mir hier sehr, sehr gut mit diesen mediterranen Gebäuden. Shops natürlich überall. Wie gesagt, jetzt sind wir hier noch im Weihnachtssetting. Das müssen wir uns halt wegdenken. Und wir nähern uns hoffentlich der ersten Achterbahn, die dann jetzt gerade offensichtlich ein technisches Problem hat. Ja, das hier innen, das gefällt mir halt nicht. Das kann man halt mal machen. Zumindest macht man das dann so, dass wenn man hier vorbeigeht von außen, das nicht so von innen aussieht. Dann macht man hier halt eine Wand hin. Aha, sie ist wieder auf. Das ist gut. Und die gute Carla kann dann gleich mal direkt für uns das Knöpfchen drücken. Macht sie das auch? Der Black... Nee, Backlot Stunt Coaster. Okay. Carla? Du musst doch einmal testen, nachdem die jetzt wieder eröffnet wurde, oder nicht? Oh, verdammt. Na gut, gehen wir nochmal raus. Das dauert mir sonst zu lange. Aber geile Bewertungen hier. Guckt euch das mal an. Das ist nicht schlecht. Ah, rein. Dankeschön, Carla. Und es ist ein Beschleunigungscoaster. Yes! Zack, hier in den Looping. In den Double Loop. So heißt das im Speziellen. Dann in den Single Loop. Und in den nächsten Single Loop. Sehr schön hier in die... Das ist jetzt, glaube ich, schon die vierte oder fünfte Inversion. Sehr gut. Hier schön die Airtime. Ah, das ist ein wunderbarer Coaster. Sehr schön smooth hier. Ach, schön hier durch die Höhle durch. Nächste Inversion mit Corkscrew-Ende. Sehr eng die Kurven, die Höhlen. Hier wieder schön die Airtime. Zweimal hintereinander direkt und wieder eine weitere Inversion. Also hier kommt man aus den Inversionen ja gar nicht raus, meine lieben Freunde. Dann schön abgebremst hier. Also der Coaster ist fantastisch. Der ist fantastisch. Er hat eine super Länge, hat eine super Speed. Er geht schnell. Er ist eine Gelddruckmaschine. Er hat massig Inversionen. Das hässlichste Eingangsgebäude, wo man auch noch mit dem Kopf gegen knallt, das ich seit langem gesehen habe. Aber ansonsten sehr, 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 sehr cooler Coaster. Das muss man sagen. Klar, von außen geht das Eingangsgebäude natürlich. Von innen der absolute Horror. Aber der Coaster, liebe Freunde, der Coaster ist mega. Der Coaster ist mega. Die Frage natürlich, dieses Gebäude hier, was ist das für ein Gebäude? So ein Gebäude gibt es halt nicht. Da ist dann immer die Frage, macht man das so oder macht man das lieber aus natürlichen Sachen? Weil so ein klobiges, viereckiges Gebäude gibt es halt nicht einfach so, ja, in diesem Thema. Also, naja, ist aber nicht weiter tragisch. So, hier Studio-Tour haben wir eben gesehen. Hier ich kann nicht mehr reden. Hier laufen dann wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen, die dann aber nicht eingefügt wurden. Naja, so, ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Hier ist wieder eine Art Mini mit Main Street. Einfach in der Mitte des Parks mal noch eine Main Street eingepackt hier. Im, das ist aber eher der Western-Stil dann hier schon. Schön hier Toiletten und Toms Bikes. Okay, das ist ein Mitarbeiter-Ding. Und dann hier ist wieder ein Hotel. Ah, das ist doch bestimmt eine Bahn, oder? Das ist doch bestimmt eine Bahn. Und das sieht irgendwie danach aus, dass da eine Bahn drin ist. Wir gehen erstmal hier lang. Lakeview Café, sehr, sehr schön. Aber wo ist der Lake? Leute, hier ist überhaupt kein Lake. Ich hab mich verarscht. Hier ist überhaupt kein Lake. Oder mein Ideen-Lake hier. Na ja, gut, das kann sein. Das ist ein kleiner Lake, ja. Ich lasse mich ja nicht verarschen.
Jaws, the ride, Leute hier. Der weiße Hai. Sehr gut. Was ist das denn? Oh, das ist eine Bootstour. Die fahren wir so ab. Warte mal. Wie rum ist das denn jetzt? Schon so rum, ne? Alter, die müssen voll lange warten. Ach, das geht hier durch. Okay, das geht hier durch die Natur erstmal durch. The Dockyard welcomes you. Dann gehen hier. Ach, das ist sehr schön gemacht. Auch hier mit dem Wasserfall. Naja, die würde ich ein bisschen legen, die Düsen. Das sieht ein bisschen aus wie riesiger Springbrunnen, kein Wasserfall. So. Dann geht das hier durch. Durch den Dschungel. Ist ja auch noch was zu sehen? Wahrscheinlich schon. Da kommen ein paar Sachen vielleicht noch hoch. No entry. Past this point. Da kommt das. Das sieht schon geil aus, oder? Das sieht schon ganz cool aus. Hier, das ist die Wand natürlich nicht. Die könnte man dann auch noch. Ach, guck. Ja, ist ein bisschen getimtes Zeug hier. Mit einem Hai. Gut, ein Hai in so einem Süßwasser ist vielleicht, naja. Aber hier ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Geht ja darum, dass man sich hier mal schön erschreckt. Oh, da wird das hier so ein bisschen dizzy. Ja, und hier auch wieder irgendwelche Sachen, die dann hier hochkommen. Und hier ist. Ja, habt ihr gerade gesehen hier. Der Steg bricht zusammen. Das ist wieder so eine kleine Studiotour eigentlich. Nur halt jetzt auf dem Wasser. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Aber das gucken wir uns jetzt nicht alles an. Das da ist schon wieder der Hai. Na gut, heißt ja auch der weiße Hai. Natürlich gibt es dann Haie. Aber es ist ja auch, wie gesagt, vollkommen legitim. Aber eben, das sah halt so aus wie so ein Süßwassersee. Hier kann ich mir vorstellen, ist es halt ein Meer. Eine Stadt im Meer. Und da muss natürlich auch der Hai vorhanden sein. Die Boote sind auch so geil hier mit dem Steam-Teil. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also in dem Park hier gibt es viele Studio-Touren. Da muss man viel Zeit mitbringen, vor allen Dingen hier am Ende, weil man hier nicht aussteigen kann. Man steht hier und wartet. Und das ist aber auch nicht weiter tragisch. Das ist ja nicht mein Problem. So, okay. Schöne Bootstour hier auf jeden Fall. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Haben wir denn da hinten? Ne, da ist nur die Bootstour und der Parkplatz und der blaue Coaster. Gut. Nicht, dass wir da noch irgendwas vergessen haben. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich nur ein Hotel ist oder ob da irgendein Ride drin ist. Das würde mich dann schon interessieren. Water Supplies. So, hier geht auf jeden Fall ein Weg lang. Ist hier wieder der Ausgang? Da ist auf jeden Fall irgendwas drin. Da kann mir mal keiner erzählen hier. Frage ist, was ist hier? Ach, das ist wieder so ein. Ach komm, Leute, nicht schon wieder. Das ist wieder so ein komischer Ride hier. So ein Aufzug. Lass mal was sehen, Ride. Schon wieder so ein bisschen Studio-like. Also es ist schon ein Studio-Tour hier. Leute, gucken wir uns an. Ich weiß nicht, ob man das im Dunkeln machen sollte. Kann das sein? Oder ob das egal ist? Wir schauen mal. Gustav drückt das Knöpfchen. Ich glaube, das sollte man im Dunkeln machen. Warte mal. So, okay, alles klar, wir haben nichts verpasst. Das ist also ein Spukhaus hier. Das ist ein Spukhaus, meine lieben Freunde. Da sind schon die Ratten unterwegs. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder verschiedene Szenarien zu sehen. Ich muss mal, glaube ich, einen anderen Platz. Bisschen mehr in der Mitte hier. Plätze getauscht. Oh, und ihr alle am Kopf. Sehr cool. Und hier kann man wieder rausgucken. Das ist wie bei dem anderen, wo wir auch schon. War das letzte Folge oder vorletzte Folge? Ich glaube, das war bei Pixelland, ne? Wo der auch so ein Ride hier hatte. Und das ist ganz geil, weil das ist auch schon nicht ohne, wie schnell das Ding dann hier runterrauscht. Das hat schon fast Freefall-Charakter. Dann nochmal hier schöne Sicht über den Park. Sehr schön. Und ja, das meine ich, ne? Das ist ja fast Freefall. Oder ist Freefall, oder? Sehr cool. Floating Books. Hier, am Stissel. Leute. Was geht ab mit dem Ding? Ja, cool. Auf jeden Fall. Auch hier wieder cool gemacht. Natürlich hier innen wieder nicht, aber ist auch wurscht. So.
Und das, ich fand jetzt, wenn wir das mal vergleichen mit dem Pixel-Ding, das ist schon, die sehen beide schon ziemlich geil aus, oder? Hier der Amity Tower. Oder? Das sieht schon cool aus. Klar, wenn man jetzt, drumherum geht, wahrscheinlich nicht mehr, aber das machen wir einfach nicht. So, warte mal, ich mach die Zeit wieder an. So. Schauen wir mal weiter hier. Allein, dass er sich die Mühe macht, das alles hier dann noch zu dick. Ist schon wieder ein Mechaniker gefeuert worden? Was ist denn los mit euch? Moment mal. Arbeitslast hoch. Keine Minute zum Verschnaufen. Ja, was sind denn das für Bedingungen hier in dem Park? Vielleicht mache ich noch eine neue Spalte. Bedingungen. Kriegt sie 2000 im Monat. So, und dann kriegt er hier noch eine Fortbildung. So. Und schon geht's ihm besser, oder nicht? Sehr gut. Dem hier geht's, auch besser eigentlich, dem hier. Naja, lassen wir jetzt mal die Mechaniker in Ruhe. Oh, Back to the Future hier. Was ist das denn? Was haben wir hier? Geil, das ist ein Coaster. So, da habe ich jetzt... Ah, komm, technisches Problem jetzt, oder was? Aber da war doch direkt einer. Kommt der? Wo ist er? Da. Kommt der da hin? Ist hier der Ausgang? Ist der Ausgang. Beeil dich mal. Beeil dich mal. Der geht doch jetzt schon da rein. Alter, der schlendert hier aber auch. Boah. Back to the Future will ich fahren jetzt. Wo bleibt er denn? Hä? Der ist doch gerade hier reingegangen. What the fuck? Okay, das ist strange. Da müssen wir gerade einen einstellen. So, bitte mal jetzt reparieren den Scheiß. Bitte noch einen oder was? Nein. So. Mann, Mann, Mann. Was ist das hier für ein Service? Alles klar. So, jetzt schnell rein in das Gerät. Aber jetzt steht da wieder keiner an. Leute, es nervt mich jetzt hier. Macht das Ding jetzt an. Geht los. Ah, jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir richtig. Auf geht's. Back to the Future. Erstmal hier durch das Ding. Ich habe Back to the Future ganz früher mal gesehen. Ich weiß, es ist mega Hype, ich weiß, es ist mega geil, aber irgendwie an mir vorbeigegangen. Deswegen weiß ich nicht, wo wir hier gerade sind. Ja? Wir sind hier im Ding, wo ganz viele Sachen sind. Im Schuppen. Und jetzt hier Beschleunigung. Hätte mal wieder beim Dunkeln machen sollen. Kurz mal gespeichert. Sehr schön hier. Alles smooth. Da muss man auch nicht im Dunkeln. Das ist nämlich nicht viel dunkler, wenn es dunkel wäre. So. Weiß nicht, warum er die weißen Dinger da nicht auch ausgekleidet hat. Jetzt hier von unten mit den Platten. Ah, das ist cool. Das ist cool. Plötzlich hier in der Westernstadt. Hey, komm. Das machen wir jetzt nochmal im Dunkeln. Ich will jetzt wissen, ob es dann anders ist oder nicht. So. Hier einen anderen Sitz. Hier, da waren wir eben. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Nehmen wir jetzt den schnellen Part auch nochmal mit. So, hier. Feuer, da kommen diese bekannten Feuerstriemen. Links und rechts. So. Aber man sieht die Strecke natürlich trotzdem. Und auch die weißen Felder. Die hätte ich halt dann auch noch verkleidet. Warum denn auch nicht? Überall die Uhren. Das heißt, wir fliegen hier gerade durch die Zeit. Das ist ein ganz geiler Effekt. Sehr, sehr cool. Auch schöne Inversionen, ein bisschen Airtime. Und dann zack, jetzt sind wir aus der Zeit wieder gelandet. Und zwar im Wilden Westen. Und das ist doch ganz schön. Sehr, sehr cool. Das sieht irgendwie steril aus, weiß auch nicht, ne? Irgendwie sieht das anders aus als der Wilde Westen draußen. Warum auch immer. Vielleicht einfach, weil man weiß, dass es drin ist. So, und dann wird wieder beschleunigt und man
reist wieder durch die Zeit, oder wie? Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht mit den Feuerstriemen. Und hier geht's kurz nach draußen, das haben wir eben gesehen. Schöne Inversion. Hier knallt's und zackt's und ruppelt's. Sehr, sehr schön hier. Durch die engen Schluchten. Sehr, sehr schönes Fahrgefühl. Gefällt mir richtig gut. Sehr cool. Und dann geht's in die Station. Toller Coaster. Super Theming. Hier und da noch Verbesserungsvorschläge gehabt. Aber an sich genial. Auch mit dem Theming hier draußen sieht es mega geil aus. Hier wie das Back to the Future Logo oder der wie heißt das Auto denn? Ich habe keine Ahnung. Das hat doch so einen speziellen Namen. Mit den Reifen auch. Ja, ja, Back to the Future halt, Leute. Nagelt mich nicht fest. So, dann geht's hier weiter. Da sehen wir schon den Enterprise hier. Sehr geil, dass man hier dann plötzlich... Oh, wie das aussieht einfach, oder? Ah, mega. Ich liebe dieses Teil. Tourt leider nicht mehr so häufig in Deutschland. Aber ist mega. Macht mega Laune. Mondlift heißt es, glaube ich. Aber gibt's auf Pützels Markt hier, also die Kirmes in meiner Umgebung, da war das schon lange, lange, lange nicht mehr. Ganz früher war das mal da. So, und da sind wir im Sci-Fi-Bereich. Und da bin ich natürlich froh drum, dass man so einfach hier die Bereiche wechselt. So, was, wo ist denn hier der Eingang? Hier. Heute noch gar keinen Ausgangsfehler gehabt, glaube ich. Höchstens einen. Sehr schön gethemed hier auf jeden Fall. Nicht so opulent, wie man das so sonst von diesen Sci-Fi-Sachen kennt. Sondern schlicht, aber sieht trotzdem geil aus. Sieht trotzdem aus wie Sci-Fi und das ist ja wichtig. So, was haben wir hier für einen Coaster? Ist das so ein Motorrad-Ding? Bin mal gespannt hier. Ne, jetzt habe ich aber einen Typen angekickt. Warte, drück noch nicht. So, hier. Wir sitzen am Motorrad, stellt euch das vor. Ist ganz geil, die Position. Würde ich sagen. Von hinten eingeklemmt. Alter, das hat schon ordentlich Speed. Ich glaube, das macht richtig Laune tatsächlich. Ein schöner kleiner Coaster ist es einfach. Der geht nicht hoch. Der ist schön schnell, geht hier in die Kurven. Macht ein bisschen Airtime. Keine Inversion. Natürlich nicht. Wobei ich weiß nicht, ob das mit denen... Das würde wahrscheinlich auch gehen, oder? Aber vielleicht hätte man da ein bisschen sehr viel Schiss. Sehr cool. Also hier geht es auch wirklich nur darum, ein bisschen Motorrad zu fahren. Der ist jetzt nicht so lang oder so. Der ist einfach cool. Das ist einfach richtig, glaube ich, so. Wir haben genau 1000 Leute im Park, Freunde. Hey, jetzt hier. So, ist da was in dem großen Gebäude hier oder ist das, das ist wahrscheinlich Back to the Future auch, ne, das Gebäude hier. Ich will mal gerade reingucken, nicht, dass ich was verpasse. Ja, Back to the Future ist da drin. Also das ist schon ein ordentlicher Klotz. Das Back to the Future Gebäude. Aber sehr, sehr cool gemacht, wie gesagt, dass sich das Gebäude dann hier einfach anschließt an diesen Bereich. Das finde ich sehr, sehr cool und gefällt mir sehr gut. Das wurde gerade, ist das hier ein Dead End? Ne, da hinten geht's durch. Sehr gut. Also sehr, sehr schöner Sci-Fi-Bereich. Sehr schön, sehr klein. Gefällt mir richtig gut. Und dann geht's hier in den Wild West-Bereich, oder? Das ist schon Wild West jetzt hier. Warte mal. Machen wir die Zeit wieder an. Wir haben gerade Morgengrauen. Ich glaube schon. Oder Dämmerung. Dämmerung war's. Nein, Morgengrauen war's. So, hier Ausgang, natürlich. Klar. Wo ist hier der Eingang? Ist das der Woody? Oh, auf den habe ich Bock. Was ist denn der Eingang vom Woody? Bin da jetzt dran vorbei? Hier ist auch noch. Hier ist, ach so. Hier ist die Frisbee. Hier ist die Frisbee. Gehen wir mal einfach hier drunter lang. Sehr, sehr schön. Guckt euch das mal an, wie schön das hier im Morgengrauen aussieht. Ach Leute, gibt's eigentlich was Schöneres als ein Park am Morgen? Nee, oder? Da ist doch alles sauber. Ja, alles macht gerade auf. Es riecht frisch. Ja, nach, weiß ich nicht, nach Frische. Und es ist mega schön einfach. Ein Park am Morgen ist einfach richtig, richtig schön. So, das sei mal gesagt. Man ist der Erste vielleicht auf einer Attraktion. Ja, das ist doch geil. So, hier, Woody, Leute, Woody! Der Gnaller! Was? Der Gnaller 1! Bin gespannt. So. Wer ist denn da? Luis? Nein. Luise? Nein. Liv. So, das bist du. Liv.
Wie wär's, wenn wir mal hier losfahren, Liv? Wenn du jetzt mal das Knöpfchen drückst und wir einfach mal hier zack, zack, zack hier einen raushauen. Es geht los, der Woody kommt. Liv Till in einem super Winkel. Schön langsam geht er hier. Oh ja. Yeah. Was ist jetzt los? Man weiß es nicht. So. Da freust du dich, ne? Da freust du dich. Auf geht's jetzt hier. In welchem Winkel geht das hier runter? Ja. Passabel. Schön hier in die Kurve rein. Schön die Airtime hier. Schöner Speed. Und dann holt man hier nochmal richtig Speed jetzt hier. Airtime auf jeden Fall. Und dann geht's hier unten in den Katakomben entlang. Sehr schön. Sehr, sehr schön hier. Sehr gut gemacht. Das Labyrinth. Also toller Speed, viel Airtime, schöne Kurven, schön smooth. Fantastische Länge, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man, das ist perfekt so. Als schöner Woody. Sehr schön eingebunden ins Theming. Perfekter Coaster. Also der ist mal richtig schön. Klar, das Eingangsgebäude ist wieder von innen nicht gethemed, aber das kennen wir ja mittlerweile schon. Sei mal drauf geschissen in dem Falle. Aber der ist richtig schön eingebunden hier, wie ich finde, mit dem Canyon. Das finde ich echt schön gemacht. Man kann drunter hergehen. Er ist schön umwoben von Natur und dem Park, der Parkinfrastruktur. Oh, guck mal hier. Hier haben wir den Whipper. Ich weiß nicht, wie er nochmal heißt, der Clown. Also auch hier wieder ein schönes Hochfahrgeschäft natürlich am Start. Schön hier gemacht mit den Höhlen. Und jetzt geht's hier in den Abenteuer. Also schon viele Bereiche hier in dem Park, muss man mal sagen. Von oben sah er gar nicht so groß aus, tatsächlich. Aber hier jetzt Abenteuerbereich. Was haben wir denn hier? Das ist der Park Express. Ist das eine Wasserachterbahn? Ich glaube schon, ne? Also schon wieder kaputt. Alter, was hast du denn, wenn du friest? Du hast da kein Wunder, dass das hier kaputt geht. Vor Schreck. Wo ist hier ein Parktyp? Wir müssen einen einstellen schon wieder. Die gehen ja alle. Ach Gott. Techniker, komm. Mach mal das Ding hier ganz. Du kannst gleich auch mal seine Frisur da reparieren. Hallo, gehst du mal rein? Reparier auch seine Frisur, bitte. Das ist ja, was ist das denn? Eine Regenbogenfrisur. Mann, Michael, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? So, drückst du direkt das Knöpfchen jetzt mit Mikey? Wir müssen noch aussteigen. Ach, Mikey, dann machen wir das jetzt so. Oh Gott. So, danke, Mikey. Auf geht das hier. Lift sehr sachte, sehr sachte. Das sind maximal 45 Grad. Machen wir ein bisschen schneller, das dauert ja ewig. So, dann schauen wir mal, ob diese Wasserachterbahn schön ist. Da wird gespeichert. Auf jeden Fall hier. Die sind immer so smooth. Ich glaube, was smootheres gibt es nicht, als so eine Wasserachterbahn, die in so einer richtigen Rinne hier läuft. Toller Speed hier, mein Lieber. Da fliegt man ja fast schon aus dem Deckel. Aus dem Ding hier, aus dem Boot. Aus dem Deckel. Dann hier schön die Fallen, die hier durchgehen. Das ist sehr cool gethemed. Und dann, glaube ich, kommt der große Splash-Moment hier nach. Und das ist sehr cool. Kann man sogar zugucken hier. Sehr schön gemacht. Sehr schön gethemed hier alles. Sehr, sehr cool. Und dann schippern wir hier durch. Durchs Wasser. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat tatsächlich nur einen Splash-Moment und einen Achterbahn-Moment. Aber das ist auch genug. Es muss nicht mehr sein. Ich glaube, dann das ist eine relativ kurze Bahn. Aber jetzt will ich aber mal gucken hier. Dieser eine Hill hier. Ist er denn da? Ist der zu schnell? Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Ist schon arg schnell, oder? Man hat schon ordentlich Speed jetzt hier. Das ist schon mehr als Airtime. Oh. Also ich würde sagen, der ist ein bisschen zu schnell. Ein Ticken zu schnell. Den würde ich ein bisschen höher machen. Einfach. Das ist schon arg. Naja.
Aber kann man, es ist, glaube ich, hart an der Grenze. Ihr könnt mir das nochmal schreiben, ob der zu schnell ist oder nicht. Also man wird schon, also es sind schon krass viele negative Gs, die man da erlebt. Ob es zu viel ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Liebe Freunde, ihr könnt mir da vielleicht weiterhelfen. So, hier haben wir Informationen. Ich glaube, wir kommen jetzt hier langsam zurück auf die Main Street. Ja, so ist es. Also sehr, sehr, sehr schöner Park. Vor allen Dingen schön mit dem Rundgang auch. Dass man hier wirklich einen schönen Rundgang hat. Und im Herzen hier die Studiotour. Schöne Achterbahn, wirklich für alle was dabei. Schöne Hoch- und Rundfahrgeschäfte. Hatten wir seichte Rundfahrgeschäfte eigentlich? Hatten wir gar nicht so viele, ne? Gibt's ein paar Abzüge bei Attraktionen. Für Kinder ist hier nicht so viel, habe ich das Gefühl gehabt. Wobei, die Studiotour, die kann man ja alle mit Kindern fahren, das ist ja kein Problem. Also ein sehr, sehr schöner Park, würde ich sagen. Oder? Schon. Kann man so sagen. Wir gucken mal gerade, dass wir uns... Ach, die hier, nee. Habe ich überhaupt noch meine Schilder? Da. Eine kleine Bewertung hier, hat er verdient. Der Theme Park World. World Theme Park Worldwide. So. Nehmen wir uns hier den kleinen goldenen Narren mal raus. Gold. Ach nein, ich suche einfach. Da war er doch. Da war er. Ach. So, da ist er. So. Realismus, liebe Freunde. Ja, eigentlich, bis auf... Wo ist er denn? Nein, jetzt richtet er sich wieder nach Oberfläche aus. Oh nein, jetzt ist er schief. So, Realismus, meine lieben Freunde. Also, ich finde, bis auf so ein paar Sachen war das schon ziemlich realistisch. Die Achterbahnen an sich sind eigentlich schon alle realistisch, bis auf den jetzt am Ende, dieser eine Hügel, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ansonsten, die Achterbahnen, kann man sagen, sind komplett realistisch. Vor allem der Woody, der ist mega. Der blaue Coaster mit den vielen Inversionen ist mega. Also, und auch sonst habe ich jetzt wenige Sachen gesehen, die jetzt komplett unrealistisch sind. Klar, dass die Stationen von innen nicht gethemed sind, das kann man auf jeden Fall anprangern, aber das mache ich dann in der Theming-Sparte. Also würde ich sagen, Realismus hat er schon 9 Narren verdient, oder? Eigentlich 9,5 sogar. Also ich finde wirklich, dass ein sehr, sehr realistischer Park ist. Ein sehr, sehr schöner, realistischer Park. Von daher kann man das ruhig so machen. So, dann Attraktionen. Da gibt es ein paar Abzüge. Also ich habe jetzt nicht so viele Kinderattraktionen gesehen tatsächlich. Klar, die Studiotouren kann man auf jeden Fall mit Kindern besuchen. Dann gibt es auf jeden Fall die Frisbee, den Enterprise, dieses komische Whirlwing-Ding. Wir haben keine Wasserbahn. Und keinen Tower, glaube ich. Oder hatten wir einen Tower? Nee, Tower haben wir nicht. Also ein paar Sachen fehlen vielleicht. Deswegen würde ich sagen, Attraktionen 8. Hat er 2 Studiotouren, ne? Ich würde sagen 8. Ich finde das fair. Achterbahn. Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also die waren schon alle sehr, sehr gut. Was jetzt vielleicht fehlt, ist eine Kinderachterbahn, die es jetzt so nicht gab. Ich weiß nicht, ob die Kinder direkt auf den Woody sollten. Kinderachterbahn gab es jetzt nicht. Das ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Das haben wir bei Attraktionen abgehandelt. Ansonsten sind die Achterbahnen an sich echt top. Das muss man sagen. Da gibt es 9,5, weil ich am Ende nicht wusste, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Aber ansonsten sind die schon echt gut gemacht und echt tolle Achterbahn. Definitiv. So, dann Themengestaltung. Gibt es auf jeden Fall mindestens einen Abzug, weil in den Stationen nicht gethemed wurde. Und manchmal konnte man das sogar von außen sehen und das ist natürlich nicht so schön. Dann hier und da gab es so ein paar Ausweichsachen, wie halt dieses Gebäude hier. Er wollte halt unbedingt, dass die Achterbahn durch ein Gebäude geht. Dann hätte ich das hier unten hingebaut, dann sähe das aus wie ein schönes Piratengebäude und nicht so ein klobiges Riesending, was da einfach überhaupt nicht hinpasst. Dann gab es hin und wieder so ein paar klobige Angelegenheiten, die aber immer ganz gut gelöst wurden. Deswegen würde ich sagen, in Sachen Themengestaltung gebe ich mal 8 Narren. Ansonsten hier, ne, der ist mega gut gefilmt. Also das muss man sagen. Hier der Woody und so, einfach richtig, richtig gut. Spaß, Leute. Ich hatte wie immer mega viel Spaß hier. Da gibt's ja wieder mal 10 Narren. Hier. 10 Narren für die erste Parkshow im neuen Jahr. Auf jeden Fall. 2019 ist eingeläutet, liebe Freunde. Ist das cool? Natürlich.
gucken, was uns für Parks in diesem Jahr erwarten. Gesamtbewertung, würde ich dann sagen, sind wir bei... Ja, 8,5, 9 sowas, ne? 8,5 bis 9? Schon, ne? Sind wir mal nett heute und geben 9 Nachen in der Gesamtbewertung. So, sind das, wie viel sind das? Das sind 9. Sehr gut. Also, liebe Freunde, toll. So ein schöner Park direkt zu Beginn des Jahres, das lobe ich mir. Und er wird auf jeden Fall seinem Namen gerecht, denn es ist ein Studios-Park. Wir haben 3 Studiotouren eigentlich und eine schöne Back-to-the-Future-Fahrt und noch andere Achterbahnen hier. Also, sehr, sehr schöner Park. Nicht zu groß, also auch für eure PCs wahrscheinlich geeignet. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Parkshow wieder. Macht es gut, bis dahin, euer Brilli. Ciao, ciao, passt auf euch auf.